Ist das ein Hai? Weiß ich nicht, da ist ein Gegner. Ich weiß. Und 70. Ach komm, ey. Einer da. Einer down. Einer gefinished. Haut nach hinten weg. Down. Ich hab keine Pfeile mehr, scheiße. Der ist one shot. Wo ist der? Keine Ahnung. Hier. Also dahinter, hinter den gebauten. Jawohl. Schöner Sieg. Ja, lad erstmal in Ruhe nach. Genau. Hast ja alle Zeit der Welt. Oh, danke, Roro! Entschuldigung. Der Chill Break. Ich hab damit doch gar nichts zu tun mit eurem dummen Fight, den ihr da macht. Ja, bestes Leben, bestes Leben! Danke, ey. Danke für nix! Och komm ey, lad doch nicht immer nur nach. Ja komm, ich hab keine Lust mehr, ich bin raus. Gar kein Sound mehr. Ui. Hab einen. Sehr schön. Da ist noch einer, kannst du. Ich hab keine Muni mehr. Der ist mehr als One Shot. Schade. Ich glaube, start nach der Runde das Spiel erstmal neu. Der Bus ist auch einer. Gewesen. Mach du. Ne, ich bin ja voll. Ein Gegner down. Weiß nicht, wo der andere geblieben ist. Da. Och Mann, was ist das hier für eine verfuckte Scheiße? Sehr schön.
Der war geklaut. Und ich sehe Schüsse auf uns. Hier ist noch der nächste. Einer down. Sehr schön. Einer tot. Ah, hier im Gebüsch. 42. Der ist white. Oh, schöne erste Runde. Alter. Er ist down. Ich hab noch gefinisht. Ich bin down, aber der ist auch ziemlich low. Ja, ja, hab ihn. Der andere ist hier hinten auf dem Berg. Okay. Den. Sehr schön. Hab einen Down. Müsste auch eigentlich nicht. Der ist One-Shot. Kann ich gleich mal später machen. Ach komm, ey. Jawohl. Fühlt sich das alles so nah an. Ach fuck, ich bin auch Down. Ich hab Schlaf nur gut, Flo. Scheiße. Wenn ich im Bett liegst. Cool. Ich stack hier, was fest. Danke, Flo. Och Mann, ich komme hier nicht raus. Kann nichts machen. Hallo. Ach, Gott sei Dank. Es ist Bug Night. Ach komm. Der andere. Ach, ihr seid alle down. Yep. Ja, schon länger. Schlimm. Mach du erstmal in Ruhe. Also als Tara down gegangen ist, waren wir schon down. King als erstes, aber der ist als letztes gefinisht, weil er von alleine sterben durfte. Ja, Sache, ich hätte den Gerät zum Gegner. Ja gut, dann haltet mal bitte alle euren Bubble. Danke. Och, ernsthaft. Raketenwerfer zum Start. Ja komm. Ich leg mich vor den Restart-Bus. Das ist aber nett. Ach, King ist da hinten! Sehr schön! Ja, er hat aber gesagt, dass er außerhalb landet. Ja, dann lande ich jetzt auch woanders, chill. Sorry. Alles gut, oh, wenn du. Oh, bau dich doch nicht zu, ich hab kaum Muni. Auf dem Berg oben drüber läuft gerade noch einer. Ich hab den eben gesehen, ich höre die Schüsse, ich sehe die ankommen, aber ich sehe. Ach, da ist er. Ja, der ist One-Shot, der ist tot. Perfekt. Okay, wer braucht noch was? Der hinterm Baum ist weiß. Hast du was? Der müsste. Nee. Ja, der ist down, sauber. Ah. Da sind wir den Ballons. 79.
Echt jetzt? Du mit deinen scheiß Ballons, ey. Jawohl. Jawohl. King schnell? King schnell? Ja. Tara, wir haben beide fünf. Wir haben beide fünf. Ja, okay, das mit dem Hammern, mit dem Hammern. Alter, Latschmann. Danke. Boah, Alter. Ich sehe nochmal voll geile Dings. Ich schwöre, wenn irgendwann die ganze Stadt in die Luft fliegt und mich jemand fragt, wer es war, Gegner. Ja, ich weiß es. Das war Tara gerade, ne? Gegner. Alles klar, ich hab ihn, dankeschön. Ich hab keine Muni mehr. Hat er wenigstens eine Waffe dabei gehabt? Warum hast du den gedownten Gegner nicht einfach ins Feuer geworfen? Das wäre so viel schöner gewesen. Oh. Ich hab nicht mal eine Waffe. Ist ein Hammer. Oh, was ist das für ein komisches Geräusch? Ah, alles klar. Mehrere. Okay, einer ist weg. Wir haben Waffentara. Ja. Schau ich mal eben Medipack drücken. Einer down. Noch einer down. Ach komm, du musst Ach komm, ey! Da direkt hier unten. Einer tot. Hä? Explodier doch! Ist halt doch nicht tot. Oh shit, 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 weg, weg, weg! Oh Mann! Hast du mindestens genau? Der ist jetzt tot, ja. Team tot. Sind sehr nah. Ja. Er stirbt. Der andere ist auch down. Da hinten sind aber immer noch welche, das wisst ihr, ne? Gibt, ne? Ach komm, ey. So. Ja, das gab auch 90.000. Man muss halt, glaube ich, auf was geschossen, kann das sein? Ja, da schießt was auf uns. Ja. Ja, ich hab schon eine Alternative. Ey, nein! Renn nicht weg! Boah, wie also. Jeder braucht mal eine Pause, ne? Hier im Faller. Dankeschön. Alter. Warte auf, da kriegt noch richtig noch was rum. Das ist gerade gestorben. Wir haben ja auch nur über Umwege zu mir. Mann, ich wollte ja Schaden mit der Team. Ah, ich hab hier Team. Ich bin fast tot. Ich bin down. Cool. Ich bin, ich krieche noch. Oh, die Gegner sind hier bei mir. Ja, die sind hier noch in dem Haus. Hab einen. Du bist genau in dem Haus, wo ich bin, unten. Ja, ich will erstmal die Gegner killen hier. Impala. Ja, der Gegner hat sich gerade eben null für mich interessiert. Also ist er selber dran. Oh, fuck, Alter. Also das Team ist auf jeden Fall tot. Motorrad finden müssen wir nicht tanken. Da ist noch ein Lama. Das sind Gegner. Zwei Lamas. Das sind viele Gegner. Wieso sind bei dir zwei Lamas? Weiß ich nicht. Da sind drei. Hier sind viele Gegner. Gerade hier los.
Gegner. Break. Mir stand ein Tar allein im Weg. Entschuldigung. Lol. Der Mörder schon mal weit. Ah, die Fotze. Der obere ist down. Das sieht dich die Wand nicht haben, also ach, du fuck. Nicht treffen wolltest. Scheiße, ja. Oh, keine Pfeile mehr. Da kommen die nächsten. Also wenn ihr könnt, haut ab von da unten, ne? Bei mir lagen auch noch Pfeile. Ja, ich laufe jetzt immer den Money dahin. Nee. Der Reset-Bus ist aber auch an der blöden Stelle, ne? So. Werden sich zwar wahrscheinlich schon alle geheilt haben, aber die waren alle weiß. Oh! Ja, hab ich gemerkt. Hast du? Ja. In dem Haus, wo meine Leiche ist, sind drei. Jetzt kassiert der rechts hier. Das ist hier Ex. Oh, hier unten! Ja, der wollte gerade retzen. Der ist weiß. Down. Aber. Vorsicht, da kommt ein Hammer, Bro. Einer ist down. Der zweite auch. Bitte auch. Und das ist der letzte. Ach, fuck. Cool, ja. Das ist ein komplett vierer Team. Schön. Den aus der Zone hatte ich fast. Hab einen down. Ich trau mich da irgendwie gerade noch nicht hin. Ja komm, schieß doch! Was ist denn mit dir? Oh Mann, diese... Auch down. Ja, ich bin auch down. Der dritte ist ja. Der vierte. Was? Warum kommen die immer lautlos? Nein, das war... Den ersten habe ich down. Ich habe auch zwei down. Ich sehe es hier laufen. Ich habe einen lauter Leichnam. Ja, ja. Mhm. Da hinten. Einer down. Sind schon zwei down. Oh! Oh, Scheiße! Ja, ganzes Team. Ach, wo ist der eine denn da? Vorsicht, Tara, da kommt gleich einer zu uns gelaufen.
Ja, wo ist der? Aber lass mal zu der anderen zurückfahren. Blatt nach, Mann! So. Haben wir alle? Sehr schön. Ja. Ernsthaft, ihr habt alle tot. Natürlich. Tarauf, direkt vor uns auf der Straße. Ala und ich, wir regeln das schon. Ja. Hier sind Gegner. Ja, ja auch. Ach, schieß doch, Pump! Achso, das ist falsche Pumpe. Oh no. Oh, komm, ey. Unteres down. Ah, sind alle oben. Natürlich. Deren Bot ist schon mal tot. Der ist auch down. Einer down. Sauber. Ach, guck mal hier. Ich hab grad ernsthaft Vorsicht gesagt. Ja, entschuldige. Mann, es war ein Reflex. Ich werd's nie wieder tun, ey. Ach ja! So. Gibt's doch nicht, ich bin tot. Ja. Oh komm! Komm! Jawoll! Sehr schön. Oh. Oh, Impala! Geht's? Ah, ich sehe den Gegner. Ach, hier vorne ist auch noch einer. Oh, sorry. Ich hab kein Aim, ey. Ich hab extra aufgehört zu schießen, weil ich dir eben deinen Krieg geklaut hab. Dankeschön.
Leute, die sind alle One-Shot, die Gegner, ne? Danke. Aber hallo Drago, schön, dass du reinschaust. Alter, was haben wir hier für... Alles klar. Meine Fresse. Vorne sind ein paar Gegner. Oh komm, lad nach. Ich hab 19 Kills. Alter Falter. Hä? Die Ex zählt als DMR? Ha, keine Ahnung. Ich hab mich gestern schon gewundert, warum ich da bei der Aufgabe schon so weit bin. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da. Weiß, ich hab dich ihn killen lassen. Oben sind wir. Oh, jetzt hab ich was. Jetzt holt der Gegner sich die. Oh no, der hat mein Tier getötet. Wie plündere ich? Ist auf jeden Fall lauter, ja. Oh, lad nach! Mann! Ich hab mich fast selbst gekillt, ey.
hier ist auch noch einer. Ey. Noch Schneeball. Oh, Entschuldigung. Oder landen wir irgendwo verteilt? Wir landen irgendwo. Also, wollen wir die Challenge machen mit vier getrennten Landorten? Ja. Dafür habe ich jetzt gerade markiert, das ist mein Fleck. Können wir machen. Klasse. Dann sollte sich aber auch jeder noch ein Fleckchen markieren, ne? Ey, ich bin noch im Ladebildschirm, ich kann mir nichts markieren. Okay, du hast noch das Schneegebiet über, alle anderen vier Himmelsrichtungen sind belegt. Ernsthaft? Ja. Ja, komm, ich wähle als letztes. Aber, Sarah, da wo du landest, du bist halt ziemlich genau in der Flugbahn, das könnte gefährlich werden. Ich lande auch extra nicht direkt in Frenzy, sondern außerhalb von Frenzy. Impala, möchtest du wirklich... Eigentlich will ich da nicht landen. Dann such dir was... Ich lande in meinem Ort. Ja, aber da lande ich ja schon in der Ecke, nur nicht woanders. Jetzt wollte ich gerade ummarkieren. Pass auf. So. Gut. Also, wir dürfen auf jeden Fall nicht auf Gegner schießen. Wir dürfen den Hammer nehmen, um zu rotieren, das ist kein Problem. Wir dürfen sämtlichen Heal nehmen. Okay, wir dürfen ja nicht auf Gegner schießen. Weil es ein länger Überleben ist. Weil wir sonst nicht denn tot sind. Ja. Und wenn uns einer angreift, einfach mit Mama weg oder was? Einzige Ausnahme, die ich sagen würde, ist, wenn wir landen und da ist instant ein Gegner. Okay. Das würde ich sagen, ist die Ausnahme, dass wir uns dann notfalls rauskämpfen können. Und ansonsten halt... Also meine Pink. Und wenn ich hier gar keinen Hammer hab? Ich wollte gerade sagen, bei mir sieht es gerade auch nicht danach aus. Kennt ihr das, die Abkürzung PGH? Ja, fick dich, selber. Ist so. Du, ich hab mir eine Stelle markiert zum Landen, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal eine Kiste habe. Natürlich hab ich auch direkt Gegner hier, ne? Also wir dürfen nicht auf Gegner schießen. Wir dürfen sie nicht töten. Richtig, wir müssen uns einfach verpissen und gucken, dass wir so lange wie möglich überleben. Ja, bei mir ist ein Gegner. Auch schon mal ein Biggie gefunden. Oh Gott, ich liebe diesen Biggie gerade so sehr. Ich wollte gerade sagen, auch alles, was ich habe, ist auch gerade ein Biggie. Was ist mit Impulsgranaten? Darf man die zur Fortbewegung benutzen? Ja, klar. Okay. Ja, cool. Also Fortbewegung, Heal-Stuff, Fahrzeuge natürlich auch. Ob das jetzt so schlau war, das zu sagen? Gleich fahren wir alle einfach nur durch die Gegend. Ist ja egal. Ganz ehrlich, wie oft wurden wir auch schon mit Fahrzeugen angegriffen? Also du tatsächlich und ich, wir haben da ein Talent für, wir können stundenlang durch eine Map fahren. Andere, ich sag jetzt mal Roro. Ja gut, ich kann das auch nicht, weil ich nicht so gut fahren kann. Das ist ja nicht schlimm. Aber gut, das heißt, ich organisiere jetzt auch erstmal ein Fahrzeug. Ich habe auf jeden Fall einen Masterplan. Ich hoffe gerade sehr nicht darauf, dass ich... Ah, Sprintsprung, der könnte nützlich sein. Gott. In der Runde finde ich aber jetzt auch nur Biggies. Ich nehme gerade einfach so wirklich alles an Heal mit, was ich finde. Das ist halt wirklich so eine Perf. Oh, bei mir rennt ein Gegner rum. Oh nein, ich brauche das. Und Gewinner ist der, der zum Schluss von uns noch lebt, oder was? Ja. Ich würde gerade sagen, wäre ja wohl am sinnvollsten. Na, vielleicht gewinnen wir ja sogar alle vier als Pazifisten. Meinst du? Ich weiß ja nicht. Warum habe ich hier so close einen Gegner? Jetzt wäre der Qualm voll cool. Den hatte ich gerade. Ich auch. Hat mich nur 400 Gold gekostet. Ja.
Wobei, auf der anderen Seite kann der Fisch auch gut was kriegen kann. Mein Problem ist halt, dass ich hier wirklich viel zu close Gegner hab. Ich hab den Luftballon-Perk! Der kann böse nach hinten losgehen, wenn dann böser Sniper kommt. Ich weiß! Oder du tötest dich noch selber wegen fehlerhaften Fallschaden. Ja, ich weiß. Ich glaube an dich, Töchterchen. Das ist toll. Ja, ich hau erstmal hier aus der Ortschaft ab. Es war so klar, dass direkt auf dich geschossen wird. Mich halt auch irgendwie nicht treffen. Oh. Sagte sie, wurde getroffen. Was passiert, wenn wir aufeinander treffen? Das werden wir irgendwann so oder so, wenn die Map das Gebiet klein genug wird dafür. Ich wollte gerade sagen. Dann darfst du hoffen, dass du den anderen beobachtest, während er stirbt und ihn dann auslachen mit einem netten Haha. Ja doch, damit kann man das sich leben lassen. Viermal Heal und einmal eine Runde Impulskanonen. Aber ich weiß auch, dass ich gleich mit Töchterchen aufeinander treffen werde, wenn ich vor der Zone mich wegbegeben muss. Ey, hör doch auf, mich anzuschießen! Ich hab doch gar nichts gemacht! Das heißt aber auch, ich will gar nicht zu nah an Töchterchen ran, weil sie hat da hinten einen Gegner. Ja. Frag mich nur, warum meine Gegner nicht abhauen. Ja, okay, wenn sie der Gegner hat, dann fahr ich woanders hin. Ich hüpfe gerade vor meinen Gegnern davon! Ernsthaft, du rennst jetzt mit den Gegnern zu meiner alternativen Route, ne? Weißt du das? Wer? Ich? Du! Ich mach doch gar nichts. Verfolgen sie dich noch oder haben sie dich in Ruhe gelassen? Gerade hat noch einer auf mich geschossen. Wie viele Quallen kann man eigentlich mitnehmen? 3. 3 pro Slot. Es wird mir hier gerade ein bisschen zu hoch. Wie viel Heal im Hammer machen die? 20. Green und Blue. Also, je nachdem, was dir fehlt. Sie sind wie ein Saufpack, nur dass du ihn aufisst. Richtig. Und sie ganz lustig platzen. Also scheint ganz so, als hätten sie mich jetzt fast in Ruhe gelassen. Ich könnte auch sagen, die spielen Poppern oder auf andere Weise, ne? Ich muss ja mal sagen, Respekt, dass wir immer noch alle leben. Das ist echt so. Ich bin sehr stolz auf uns. Ich würde sagen, sollten wir es wirklich in den Endfight schaffen, dann töten wir die Gegner aber auch, ne? Unseren Angeln. Nein, das wäre doch langweilig. Ist echt so, wir verstecken uns vor den Gegnern. Auch da gilt, überlebe, ohne zu kämpfen. Weil ganz ehrlich, ich habe nicht mal eine fucking Waffe im Inventar.
Ich habe, wie gesagt, viermal Heal und eine Impulsgranate. Also dadurch, dass ich, in meiner Nähe. Dadurch, dass ich eben schon attackiert wurde und auch instant bei mir einen Gegner hatte, hatte ich jetzt schon ein Sturmgewehr dabei. Wow, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner! In deiner Richtung auch, okay, dann super. Ja, ich flüchte gerade in Lonsis Richtung, glaube ich. Verpiss dich, was macht ihr da? Geht mal dahin! Wieso sollten wir? Oh ja, den Platz nehme ich auch mal mit. Ach nö, verpiss dich! Nein! Alter! Drecksfallschaden. Ist nicht dein Ernst, oder? Ja, dann haben wir Platz Nummer 4 schon mal belegt. Das ist ein guter vierter Platz, Töchterchen. Ist eine solide Leistung. Halt's Maul! Ich wurde ja auch instant von allen Seiten von Gegnern verfolgt. Ja, aber gestorben bist du jetzt an Fallschaden. Also, ja, wegen dem Ballon-Perk. Aber egal, ich hatte gut Heal dabei. An den jetzt niemand mehr rankommt. Haha. Wir könnten jetzt natürlich auch versuchen, Impala zu retten. Nein. Ich wollte gerade sagen, ihr müsstet dafür in die Zone, aber. Würde dich allerdings auch ein paar Mettnebel kosten dann. Ich hatte tatsächlich keine Mettnebel dabei. Ich hatte Minis, ich hatte Southpacks und Schubsaft. Und ein Sturmgewehr. So, und jetzt bete ich gerade zu den Göttern, dass ich Zonenglück habe. Du sitzt in der Mitte. Ja. Lonsi war der Einzige, der jetzt irgendwie ansatzweise in der Nähe meiner Karte war. Stimmt, du kannst uns jetzt alle drei beobachten, wie die kleine Hilfe begegnet. Was hältst du denn von meinem neuen Zuhause? Meinem Brückentroll zu Hause? Ich guck dir gerade schon gar nicht mehr zu. Aber ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Und ja, ich habe noch eine Runde zum Glück. Doof wäre nur, wenn in der Nähe einer, meiner Nähe irgendeiner diesen scheiß Radar hätte und mich dadurch hier versteckt sieht. Ja. Ja. Ich hab das Problem, ich hab jetzt gerade. Ich hab jetzt gerade schon jemanden mit Ballons gehört. Ah, dieser Ballonpack, ey, wäre der nicht gewesen. Ja, der ist super nervig, ich hab den auch gerade drin. Scheiße, wenn er mir schwimmt, Alter. Jetzt nehme ich hier hin. Lass mich einmal ruhig. Der nervt brutal. No. Das Schlimme ist, die kämpfen gerade auf der Brücke über mir. Das Beste wäre jetzt, wenn die Endzone irgendwo da ist, wo ein bisschen Wasser ist, dann könnte ich mich außerhalb der Zone stellen, könnte die ganze Zeit angeln, dann einen Heal-Off gewinnen. Das wäre natürlich. Denk an die Sturm. Die Sturmkrankheit kommt irgendwann. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, aber haben wir doch festgestellt. Richtig, das heißt, wir haben jetzt ungefähr ein Intervall, wie lange das dauert. Das heißt, wenn du ganz am Ende einen Heal-Off machst, sehen die Chancen gut. Tara ist schlau, sie hat sich jetzt eine Wildsau geholt. Kann aber auch ein Nachteil sein, ne? Die Wildsau macht Krach. Auch wenn du absteigst. Aber schön ist, der Hauptkampf hat sich gerade von mir wegbewegt. Ich hätte ein bisschen Ruhe ein.
Weil ich hatte echt Angst, weil er auf einem Wasser geschwommen ist, dass einer meine scheiß... dieses Fundament kaputt macht, wo ich drauf stehe. Warum streame ich den Mist eigentlich nicht? Das wäre jetzt sich mal gelohnt, das wäre mal was anderes als sonst. Was wir sonst spielen. Könnten wir ja nochmal machen. Ey, du Fressack. Aber ja, es ist schon erstaunlich, dass wir immer tatsächlich auch jetzt immer noch leben. Ich habe das Gefühl, dass ich das nächste sterben werde hier in der Zone. Aus welchem Grund würde ich Drago gönnen zu sterben? Boah, danke, ich hab dich auch lieb, Töchterchen. Wieso gönnst du mir den Tod? Weiß ich nicht, warum denn nicht? Oh. Wir haben noch 12 Gegner auf 5 Teams. Aber du könntest mit deiner Prophezeiung Glück haben, weil hier unter mir wirklich schon wieder Leute rumschwimmen und laufen. Ja, bei Tara ist sich auch gerade einer da am Hochbauen gewesen. Hab's gesehen. Aber scheinbar fällt die eine verdammte Wand gar nicht so sehr auf, weil ich zwar die Deckplatten drüber hab, aber ne? Hier bei mir in der Nähe hat sich jemand eine riesen Rampe gebaut, okay. Hier ist so dümmend, ich hätte mir eine Skybase bauen müssen. Darf man sich eigentlich auch gegenseitig sabotieren? Nein. Nein. Genauso wenig darf man. Genauso wenig darf man jemand anderem was klauen. Also wenn Tari jetzt die ganze Zeit angeln würde und einer hingeht und hier alles klaut. Und das sagst du doch nur, wenn man dir deine Aquarien nicht klauen soll. Wenigstens ehrlich. Aber du wirst eh kein Glück haben mit Wasser. Ne? Existiert nur ein kleiner minimalistischer Fluss. Aber da muss ich Lonzi mal ganz kurz in Schutz, wenn der jetzt gar nicht mehr ansatzweise irgendwie am Wasser. Ich kann ihn ja jetzt auch beobachten. Viel zu nah bei mir Gegner. Ja, Leute, das Lustige ist, ne? Ist euch eigentlich klar, dass wir nur noch 4 Gegner auf 3 Teams haben? Was? Ja. Ganz ehrlich. Und zack, die Waffe hingesteckt. Ja. Nee, nix da. Nicht kämpfen. Sorry, ja, wir hatten gesagt, ohne Kampf. Trotzdem kann sie eine Waffe einstecken, wenn sie will. Ist so. Oder wie auch immer. Stimmt, sie nicht. Ich meine das Lonzi-Line, weil Lonzi und dann nicht angreifen. Das hat nichts mit Angreifen, aber wenn wir jetzt am Ende sind. Ich meine, ich habe ja sowieso verloren, sobald ich schießen würde. Aber warum. Ja sagen. Warum sollten wir einen Sieg verschenken? Ich meine. Ja, das Problem, dass hier lauter Gegner bei mir sind und ich. Oh ja, ich sehe sie. Die leisten sich hier gerade einen Bauchfight direkt bei mir. Mhm. Oh, Tara kommt zu mir. So, das nenne ich mal Maßarbeit, oder? Oh, deine scheiß Sau. Ey, ich kann... Nein! Nein, ich wurde entdeckt! Scheiße! Es ist einer wirklich in diese kleine Ecke gelaufen. Oh. Oh no, vier Gegner auf 2 Teams. 2 Gegner auf 4 Teams. Ach, 4 Gegner auf 2 Teams, so rum. Ich glaube, das sind jeweils 2 Duos. Und die attackieren jetzt, so wie es aussieht, Tara? Nein, das ist ein Trio. Also, ich habe nur eine MP dabei. Aber okay, Lonzi, im Endeffekt bist du von uns vieler Sieger.
Jetzt hab's den Plan. Ja. Was aber nur weil ich da weggegangen bin, weil ich Lonzi gestört hab. Jetzt hab ich noch 3 Gegner. Ich kann jetzt eh nichts mehr reißen. Aber kannst du überleben? Nee, überleben wird das jetzt nicht schaffen gegen 3. Also nicht ohne Kampf. Achso, das ist ein Team. Ja. 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 Aber was die nicht wissen, ist, dass ich massenweise Heal habe. Naja, die Zone kriegt schon mit 10, deine Quallen halten nicht lange. Nein. Egal. Wir haben immerhin den zweiten Platz mit unserer Scheiß gemacht. Ja. Ich bin sehr, sehr stolz auf uns. Jo. Ja. Bereitet es zurück. So, herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde länger überleben, ohne auf die Gegner zu schießen. Wir landen an verschiedenen Orten. Es ist alles erlaubt, außer mit Waffen auf Gegner zu schießen. Ausnahme auf ist. Meine Mate zu schießen. Nö, das nicht. Spaß. Die Ausnahme ist, wenn wir landen, dürfen wir natürlich in den ersten Sekunden, wenn ein Gegner auftaucht, uns verteidigen. Wenn es nicht anders geht, ansonsten nur viel Stuff. Wir dürfen bauen, wir dürfen Fahrzeuge verwenden. Wir dürfen natürlich unsere Perks einsetzen. Und ja, gucken, wer bis zum Ende überlebt. Wir spielen um 500 Euro. Die man aber als Gewinner nur bekommt, wenn er. Warte, nein. Die man aber nur bekommt, wenn der andere als Last Man Standing dann noch die Runde mit Waffen beendet und gewinnt. Oh, toll. Oh, ich will gar nicht. Eben war die Flugbahn so schön, bevor bei Drago irgendwas abgestürzt ist. Alles deine Schuld. Ich könnte ja jetzt behaupten, es tut mir leid. Ja, das glaubt dir keine Sau. Schlimme ist natürlich, wenn man aus Reflex direkt bei euch mit rausspringen möchte. Ich verstehe halt auch nicht, warum Impala, warum du direkt hier in so ein Main-Gebiet fliegst. Ich auch nicht. Ah, vielleicht fliegst du noch ein Stückchen weiter. Komm ich da hin? Ja, komm ich hin. Ich nehme mir von hier jetzt einfach Kräuter und Gewürze. Ihr seid schon gelandet? Ja. Wow. Ich bin noch in der Luft. Ich genieße die Aussicht von hier oben. Solange ich hier oben bin, kann mir nichts passieren, so weißt du? Ja. Sagt ihr und gleich bam bam bam. Schon. Nein. Ja, im Mettenleben, sehr schön. Oh, das ist doch direkt... natürlich dann auch safe der erste, der schreit. Das ist so direkt zu Beginn perfekt hier. Hey, man kann sogar 9 und 40 Kometen stacken. Ich muss nur bedenken bei den Granaten, wenn du dich damit nach oben schleuderst, du bist zu hoch, dann kriegst du Fallschaden. Ja, aber solange ich noch keinen Bewegungsquirk habe in keiner Form, ist es nicht so verkehrt. Das sage ich ja nicht. Ich wollte dir nur den Hinweis geben. Ja. Ich ja ein netter Mensch bin. Seit wann? Das ist eklig. Ja, so ein Lama. Perfektes Softpack. Oh, ein Lama ist richtig arschig. Dann hast du jetzt eine Saufkennung. Geh weh.
Ja, aber auch nur, wenn ich das Lama getötet bekomme. Ja. Stimmt, keine Waffen. Hinrennen, einbauen, kaputtschlagen. Aber wir müssen das scheiß VIAs verstehen bleiben. Bleib doch stehen, du Pisser! Nein, 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 nein! Gib mir den Metzennebel, gib mir den Metzennebel. Zum Glück habe ich so viel Gold. Oder hatte. Ich hätte ja jetzt auch eine Soft Cannon geholt. Auch nicht, ich bin noch am Durchswitchen. Ah, ich bin schon wieder angeschossen. Wo ist mein Motorrad? Ich hatte doch eins. Dann nehmen wir einfach das hier. So. Gegeben. Ich muss mich schon echt auf den Weg machen, weil die Zone so ekelhaft groß ist. Das ist doch mal Karma. Ich gebe so viel Gold aus und dann finde ich einen Safe. Das ist positives Karma. Das ist ein Hammer, wenn jemand so. Ich gehe hier vorne mal den Pott besuchen. Ach. Was ist denn damit? Hab ich doch schon. Oh, der Angelbrück wäre natürlich jetzt auch mega. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Fahrzeug? Du musst in ein Fahrzeug einsteigen. Alter, warum sind die Drecksgegner immer bei mir? Weil du so sympathisch bist. Genau. Ich hab einen Schuss in meinem Leben, das mag ich nicht. Wie? Tara ist in der Zone, geht schon in den ersten Damage. Echt jetzt? Bleib die Truhe in der Luft hängen. Mensch, lass mich doch da dran vorbei. Was denn mit dir?
Ja, der Hammer könnte natürlich auch der Game Changer sein. Schnelle Rotierung. Ich werde verfolgt. Okay, dann will ich nicht mehr in deine Richtung laufen. Nee, besser nicht. Ich weiß, ich habe eine Stromvorhersage geholt. Ich weiß, wo die nächste Zone enden wird. Fuck, also fuck, fuck! Ich auch. Ach, ich hast du die auch? Ja. Verdammt, bei mir ist ein Motorrad in der Nähe. Ich muss über ein offenes Feld rennen, das gefällt mir gar nicht. Oh, da vorne ist ein Gegner. Ja, mein Motorrad hat sich. Oh no, Schuss auf mich! Aber ich bin zu schnell! By the way, und so, weißt du was cool ist, dass wenn ich mich in der Schubkarte hatte, jetzt in den Himmel katapultieren würde, ne? Ich hab den Hangout-Leiter-Perk. Den hab ich auch. Hm. Ich hätte jetzt gerne noch die Balance dazu gehabt. Hm. Ja, die Kombi wäre dann schon wieder fast geil. Die haben mir mein Motorrad gemacht. Ach, ernsthaft. Zone, weite Zone. Das könnte ja schon mal einer von euch sterben, oder? Was ist denn noch sowas? Ich lach mich kaputt, wenn Drago jetzt als erstes. Wahrscheinlich. Hier ist ein Lama, möchte sich nicht jemand von euch das Lama holen? Das ist ein freundlicher Hinweis von mir. Hier in der Nähe sind halt Teams, die gegeneinander fighten. Das ist scheiße. Tatsächlich, du müsstest die auch. Bei mir auch. Ja. Von Richtung Tanke. Ja, bei mir waren auch gerade welche. Ja. Welche weiß, wo ich das hin muss? Yeah. Ich muss eigentlich an der scheiß Tanke vorbei. Ich höre einen Hammer. Ach, das ist Tara. Natürlich, komm zu mir. Genau, zeig allen, wo ich bin.
Sag mal, willst du mich verarschen? Ist mich doch da drauf. Digga, du dämlicher Baum, was ist deine Mission? Das finde ich ziemlich assi, dass du dich in meinen Buff legst. Das ist mir so ziemlich egal. Ja, mach schon Busch kaputt. Oh, jetzt geh doch nicht weg. Da hat sich jemand das Geilbase gebaut. Der Gegner ist einfach an uns vorbeigelaufen. Die Gegner. Problem ist, wir müssen hinterher. Moin! Oh no. Was bringt ihr denn alle Gegner mit? Ich hab so in Ruhe gelegt. Ihr knuppelt ja auch ganz schön da drüben. Aber schön, dass wir auf der Karte fast ein Viereck bilden. Mhm. Yay! Boah, den nächsten Gegner. Egal, wo du jetzt hier langläufst, überall sind Gegner. Dabei, da beleben wir nur noch 6 Stück, ne? Mhm. Mhm. Oh, wenn die scheiß Hühnchen mich jetzt anpickaxen, dann raste ich aus. Alla, du hast übrigens kein Blue Life mehr, ne? So ein freundlicher Hinweis. Und Tara hat schon mal ein Schild springen lassen, so wie es ausschaut. Nein, Bären. Okay. Ich hab nicht gesagt, dass du dein Blue Life auffüllen sollst im Fall. Nur ich bin gerade mitten durch die Gegner raus, durch. Während Lonzi wahrscheinlich, das als gute Ablenkung gesehen hat und in irgendeine andere Richtung weggegangen ist. Genau. Ja. Das Problem ist, ich glaube, Tara ist die einzige, die gerade schon in der nächsten Zone ist, ne? Ja. Ja, ich meine, ich habe auch nur einen Meter vor mir. Wir haben jetzt eh ein Problem, wir haben nur noch ein Gegner-Team, ne? Hm. Das heißt, die werden dich nicht mehr killen. Schön. Aber da müssen wir noch irgendeine andere Regel für finden dann. Ich hab ja gesagt, im Finale sollten wir angreifen können. Ja. Also ich sehe sogar einen von denen schon. Das Ding ist, ich habe jetzt nur einen Hammer. Ich auch. Ich habe gar keine Waffe. Also den Hammer habe ich halt für die Rotation dabei gehabt. Ah, oh, ich sehe das Team hier bei mir. Das ist gut, wenn das Team bei dir ist. Gut. Das dachte ich mir auch gerade da hinten. Oh nein, Lonzi, wir verstecken uns jetzt nicht im gleichen Busch, oder? Ach du mir. Grüß dich mal, ein guter Freund. Ich hab einen Hammer, ich kann dich auch hämmern. Hey, ich bin ganz friedlich, ja? Ich wusste es, ich wusste es. Nö. Das war verarscht, oder? Hi. Hi. Sind wir jetzt alle im selben Bus? Ja. Läuft bei euch. Wie lustig wäre das, wenn jetzt auf einmal einer von den Gegnern down geht. Ich weiß nicht, auf was die schießen, aber okay. Sie sind aber nicht im... Doch, da jetzt sehen wir so alle, Mann. Können wir nicht trotzdem mit unseren Hämmern dann jetzt angreifen? Rein theoretisch, ja. Der aimt auf jemanden von uns. Ja, auf mich. Ihr schafft das. Ich glaub, das ist nicht da, Tara ist down, hat aber einen...
damaged. Mit sich gerissen. Ist er down oder? Nee, aber der ist white. Das Problem ist, dass ich halt keine Waffe habe. Also ich könnte nicht mal, wenn ich wollte, kämpfen. Ich finde es sehr schön, wie sie dir alle hinterher rennen. Ich beobachte das gerade sehr schön. Ja. Merkst du. Ah, fuck it! Verpiss dich! Insane fucking AP, ernsthaft? Locken sie! Bleib bloß weg! Oh, einer ist One-Shot! Stopp, einer! Hab ich den einen gedownt? Ja, den einen hast du getötet. Wow. So ein ganz anderes Problem. Was? Ich will mich nicht mit den Fetzen. Du bist Hanna, du hast gewonnen. Du darfst. Ach, schade.
Ja. LOL. Einfach nur LOL.